Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute hier am Tag der Gesundheit, Weltgesundheitstag. Und da haben wir uns überlegt, ja, Gesundheit ist ein schönes Stichwort und irgendwie wollen wir das natürlich auch in unser Gadget des Tages einbauen. Nämlich, wir wollen ab sofort sportlich geweckt werden. Wer will das nicht? Ja, ich meine, Wecken ist ja immer so ein Thema. Ich meine, wer mag schon morgens aufstehen, wenn der Wecker klingelt? Ich glaube, das mag keiner, Vivian, oder? Magst du das? Nee, also ich definitiv nicht. Ne? Man ärgert sich jedes Mal, wenn er klingelt. Kennst du das? Am liebsten würde man den Wecker gegen die Wand werfen. Ganz genau so ist das. Und das können wir ja auch, oder? Ja, ganz genau. Also mit dem Wurfwecker-Fußball ist das möglich. Genau, das heißt, wenn der klingelt, dann machen Sie Folgendes. Achtung, ich reiße es kurz aus dem Bild. Und dann... Durch diesen Aufprall geht der nämlich aus. So, komm mal wieder her. Wir haben nur dich. So, und dann ist es tatsächlich, das heißt, wenn der klingelt, einfach gegen die Wand werfen oder kurz raufhauen oder auf was man auch immer Lust hat und dann schaltet der sich automatisch aus. Oder Fußball spielen, ne? Könnte man ja auch. Ganz genau, weil wir ein sehr, sehr robustes PVC-Gehäuse haben im Fußballdesign. Ja, und der Wecksignal ist auch per Knopfbruch abschaltbar. Genau, also wenn Sie jetzt keine Lust haben, brutal den gegen die Wand zu werfen, dann natürlich auch ganz simpel, wie man das mit dem Wecker so macht, einfach auf den Knopf drücken. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du sowas Lustiges schon mal gesehen in Form von Wecker? Ich meine, es gibt ja viele Wecker, ne, diese ganzen anderen Geschichten, aber sowas Stylisches für so kleines Geld? Nee, definitiv noch nicht. Also ich muss wirklich sagen, passt ja auch jetzt zur Fußball-WM, die jetzt demnächst ansteht. Richtig. Und für alle Fußballbegeisterten. Und ja, stimmt. Macht sich gut auf dem Nachttisch. Eigentlich eine gute Idee, was du da gerade ansprichst. Ostern steht ja auch vor der Tür. Und wenn sie auch so ein paar fußballbegeisterte Fans zu Hause haben, auch mal ein nettes Ostergeschenk. Weil für unter 10 Euro ist das ja auch mal ein nettes Gadget, wie ich finde. Und wie gesagt, das ist kein normaler Wecker. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Wecker. Ich mach's dir nochmal vor. Der piept jetzt. Piep, piep, piep. Aufstehen. So, genau. So will man doch geweckt werden. Oder einfach... So, PE1584 und die 569 für unseren Wurfwecker-Fußball. Also ich bin zwar kein Fußballfan, das muss ich gestehen. Und ich glaube, damit mache ich mir jetzt auch gerade viele, viele Feinde. Aber den Wecker werde ich mir auf jeden Fall holen, weil das ist schon eine geniale Idee. Definitiv, für alle Morgenmuffel. Und sportlich geht's weiter. Was hast du uns denn hier noch mitgebracht, sag mal? Ja, ganz genau. Das ist nämlich der Hantelwecker mit der LCD-Uhr. Auch in einem sehr, sehr tollen Design, auch für die Sportler. Wir sehen hier einmal, 10 Kilogramm steht vorne drauf, wiegt allerdings nur 550 Gramm. Ach ja, es geht ja, ne? Ja, genau, das geht. Und auch für verschlafene Sportler. Also im Trainingsmodus klingelt der Wecker so lang, bis die Hantel 30 Mal gestemmt wurde. Ah, das ist ja cool. Das heißt, also wenn der jetzt morgens klingelt, dann muss ich 1, 2, 3. Und so lange, bis ich bei 30 bin, erst dann hört der auf zu klingeln. Das wäre die eine Option für alle Fitness-Freaks. Natürlich kann man auch den Modus einstellen, wenn sie jetzt sagen, naja, 30 ist ein bisschen viel, dann reicht es natürlich auch, wenn man den einmal kurz so, ne? Aber die Idee finde ich schon cool. Also ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Für ganz kleines Geld holt man sich diese Hantel nach Hause. 10 Kilo, ne? 10 Kilo ist eine Menge. Nein, das, wie gesagt, du hast ja gesagt, es sind keine 10 Kilo. Aber ich finde das so schon ganz nett. Also es gibt ja viele, viele Sportbegeisterte auch unter Ihnen, schreiben Sie uns ja auch immer. Vielleicht haben wir uns sogar auf der FIBO in Köln getroffen. Und da ist das natürlich auch ein nettes Geschenk, eine nette Geschenkidee, wenn man mal überlegt, ein Wecker. Kommt natürlich auch ganz gut an mit den 10 Kilogramm. Ja. Dann schindet man schon mal Eindruck vielleicht. Mhm. Ja, und morgens dann über 30 Mal. Man könnte ja auch auf jeder Seite 15 Mal, ne? Also 15 Mal links, 15 Mal rechts, damit man dann nicht hier auf der einen Seite so eine Beule hat und links dann gar nicht. Also ich finde es richtig toll. Für kleines Geld, unser Gadget des Tages für unter 10 Euro ist ja auch kein großes Geld, oder? Nee, definitiv nicht. Ja, und deswegen sollten Sie zuschlagen. NC7115 und die 569 sagt ja schon der Name Gadget des Tages. Also den gibt es nur heute. Sie haben die Wahl zwischen Fußball und Hantel. Ja, schlagen Sie zu, nur solange der Vorrat reicht. Und eine Telefonnummer haben wir auch für Sie. Und das ist die 0180 51 51 und 3x2. Was würdest du jetzt heute bestellen? Ich glaube eher dem Fußball, passend zur WM. Ja, ist schon ganz cool. Ne? Also schlagen Sie zu, rufen Sie uns an oder bestellen Sie im Internet unter www.pearl.tv. Viel Spaß!